Schüler und Schülerinnen, herzlich willkommen heute zu einer weiteren Yoga-Sequenz und zwar diesmal auf dem Stuhl. Und zwar, wer kennt es nicht, wir alle sitzen viel zu viel auf dem Stuhl und ich zeige euch jetzt hier, wie ihr auf dem Stuhl ein paar Yoga-Übungen machen könnt, um euren Körper ein bisschen zu mobilisieren, zu dehnen und somit wieder ein bisschen Kraft und Energie zu tanken. Wir fangen an und zwar löst als allererstes mal die Fersen vom Boden und mit der Einatmung und mit der Ausatmung die Fersen tief. Einatmen, hebt die Fersen hier an, ausatmen, tief. Noch dreimal einatmen, hebt die Fersen an, ausatmen, tief. Noch zwei. Einatmen, Fersen lösen sich. Ausatmen, tief. Ein letztes Mal. Und wir bleiben kurz hier. Löst die Fersen vom Boden mit der Ausatmung langsam. Löst auf. Und dann fangt mal an, euren Fuß zu kreisen. Das könnt ihr gerne mit den Schuhen machen. Oder ihr zieht euch eure Schuhe aus. Dann wechselt die Richtung. Und ganz langsam löst auch hier auf. Wir kommen auf die andere Seite. Auch hier wieder kreist euren Fuß und spreizt die Zehen auseinander. Und ganz langsam auch hier löse wieder auf. Könnt euch, wenn ihr eine Armlehne habt, die Hände hier jeweils rechts und links dran begeben. Wir kommen zum unteren Rücken, mach dich ganz rund. Atme ein und ausatmen, runde dich. Mobilisation vom unteren Rücken auf dem Stuhl. Einatmen, Brustbein hebt sich, ausatmen, runde dich. Einatmen, öffnen, ausatmen, tief. Einatmen, ausatmen, tief. Noch zweimal. Einatmen, ausatmen, tief. Ein letztes Mal. Einatmen, ausatmen, runde dich noch mal ganz kurz, bleibe kurz hier, richte dich hier wieder auf und fange an, deine Schultern zu kreisen. Ja? Und zwar nicht dieses hier so, sondern wirklich maximaler Radius, Schultern nach oben, ausatmen, nach hinten, unten, einatmen, Schultern nach oben, ausatmen, tief. Noch zweimal, einatmen, ausatmen, tief, ein letztes Mal, einatmen. Ausatmen, tief. Mit der nächsten Einatmung nehme die Arme über die Seite. Ausatmen, Hände vor dein Brustbein. Noch zweimal einatmen. Strecke deine Arme. Ausatmen, Hände vor dein Brustbein. Ein letztes Mal einatmen. Und mit der Ausatmung Hände vor dein Brustbein. Jetzt strecke deine rechte Hand nach vorne und nimm mit deiner linken hier die Hände. Wir dehnen ein bisschen die Handgelenke. Wenn du viel am Schreibtisch sitzt, am Schreiben, am Computer, immer wieder ganz wichtig, dass wir unsere Hände, unsere Handgelenke mobilisieren und ein wenig dehnen. Bleibe hier für drei tiefe Atemzüge. Wie gesagt, wichtig, die Hände, da darfst du gerne zu dir ranziehen. Ein letzter Atemzug, langsam löse auf und jetzt kreis mal dein Handgelenk. Am besten in verschiedene Richtungen, Handgelenke kreisen und dann langsam löse auf, spüre ganz kurz nach und dann wechseln wir auch die Seite, linke Hand ausstrecken, Hände bzw. die Finger zu dir ranziehen, dein Bauchnabel aktiv. Drei tiefe Atemzüge hier, tiefes Ein- und Ausatmen. Deine Füße sind fest mit dem Boden verwurzelt und deine Wirbelsäule ist aufrecht und gerade. Langsam löse auf und auch hier kreise deine Handgelenke. Erstmal nach rechts, nach links, spreiz deine Finger auf. Sehr schön. Langsam auflösen, beide Hände auf die Oberschenkel. Mit der Einatmung öffnet eure Arme, der Daumen zeigt nach oben zur Decke und mit der Ausatmung runde dich. Einatmen, öffne dich, weite dein Herz. Ausatmen, einatmen und ausatmen. Noch dreimal einatmen.
Ausatmen, noch zwei. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, wichtig. Immer wieder abwechselnd. Rechter Arm ist einmal oben und einmal ist der linke Arm oben. Ein letztes Mal einatmen. Ausatmen, bleibe kurz hier. Lass dich kurz hier aushängen. Mit der nächsten Einatmung öffne dich. Die Arme jeweils parallel zum Boden und wir fangen an, hier ein paar Kreise zu machen. Der Daumen darf zur Decke zeigen. Deine Wirbelsäule hier aufrecht, gerade. Oh, noch achtmal. Du kannst auch gerne so ein bisschen abwechseln, ein paar große und ein paar kleine Kreise. Auch gerne mal die Richtung wechseln. Und du merkst schon, hier oben kann sein, dass sich die Verspannungen im Nacken lösen. Noch zweimal und ein letztes Mal. Vielleicht noch einen richtig schönen Kreis. Langsam löse auf und wenn es dir gut tut, dann kreise noch zwei, dreimal hier deine Schultern ein und ausatmen tief. Mit der nächsten Einatmung kommt deine linke Hand hier an, die Schläfen an dein Ohr und die rechte zieht hier nach unten. Wir öffnen den Hals und den Nackenbereich. Du kannst gerne auch für ein paar Atemzüge deine Augen schließen, um so ein bisschen mehr in deinen Körper, im Speziellen in deine Hals- und Nackenmuskulatur hineinspüren. Nimm drei tiefe Atemzüge, auch hier. Tiefes Ein- und Ausatmen. Noch zwei. Ein letzter Atemzug und mit der Ausatmung löse auf und spüre kurz in die rechte und in die linke Hals-Nackenmuskulatur hinein. Vielleicht kannst du etwas wahrnehmen. Wir wechseln gleich die Seite. Deine linke Hand zieht hier nach unten, die rechte geht an die Schläfen und wir öffnen hier die linke Seite. Tiefes Ein- und Ausatmen. Drei tiefe Atemzüge. Richte deine Wirbelsäule auf. Noch zwei. Vielleicht kannst du noch so ein kleines Stückchen nachjustieren. Und mit der nächsten Ausatmung langsam löse auf, spüre kurz nach, lass deine Augen gerne geschlossen. Sehr schön. Mit der nächsten Ausatmung öffne deine Augen. Wir machen eine Übung im Stehen. Und zwar darfst du jetzt deinen Stuhl nach vorne bringen. Wir brauchen die Lehne. Und dann nehme deine Hände hier, jeweils rechts und links. Deine Beine sind geöffnet, also wir stehen hier nicht zusammen, sondern die Beine sind etwa schulterbreit geöffnet. Und dann zieh mal richtig schön deine Schulterblätter in die Länge. Lass deinen Kopf nicht hängen, sondern dein Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Dein Nacken ist lang und zieh dich hier so ein bisschen in die Länge. Bleibe hier für 5 Atemzüge. Lass deinen Atem fließen. Deine Beine sind gestreckt. Wenn du Schmerzen hast im unteren Rücken, kannst du auch ganz leicht deine Knie beugen. Wichtig ist, dass deine Arme sich hier richtig schön strecken. Noch 2 Atemzüge. Ein letzter Atemzug. Und mit der nächsten Ausatmung langsam löse auf. Und dann komme wieder zum Sitzen auf deinen Stuhl. Schließe kurz die Augen, spüre kurz nach. Und mit der nächsten Einatmung nehme deine Arme über die Seite und mach dich nochmal richtig lang. Hände vor dein Brustbein. Mit der Ausatmung noch 2-mal einatmen. Ausatmen, Hände vor dein Brustbein. Ein letztes Mal. Einatmen, streck die Arme, ausatmen, Hände vor dein Brustbein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. In diesem Sinne, Namaste.